Stadtverordneten, Vorsteherinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Linke lehnen wir diese Veränderung ab, weil wir der Meinung sind, dass es schon ein Abbau von demokratischen Möglichkeiten bedeutet. Und ich will mal sagen, die Handhabung, die jetzt praktiziert wird, dass der Magistrat diese Investitionskredite beschließt, auch wenn es im Nachhinein ist, ist nicht auf die Beschlussfassung von vor 32 Jahren zurückzuführen, sondern auf die hessische Gemeindeordnung. Dort steht es nämlich genauso drin und da steht, dass davon abgewichen werden kann. Es kann, aber es muss nicht. Und wir sind der Meinung, dass es eben besser ist, wenn der Magistrat, auch wenn es eben rückwirkend ist in Einzelfällen, das beschlussfassende Gremium ist. Und ich will mal sagen, natürlich ist ein gewisses sozusagen Risiko für den Kämmerer damit verbunden. Aber in diesen 32 Jahren hat dieses Risiko nicht zu einer Konsequenz geführt, sondern offensichtlich haben die Kämmerer, Kämmerinnen, vielleicht glaube ich derzeit nicht, es immer geschafft, den Vertrauensvorschuss des Magistrats im Sinne der Stadt Kassel zu nutzen. Und das ist, glaube ich, schon eine Situation, die eben auch eine Verbindlichkeit zu den Positionen, die im Magistrat vertreten sind, voraussetzt. Also ich sage mal, wenn sogar der Oberbürgermeister und Kämmerer Geselle, den wir oft kritisiert haben, weil er aus unserer Sicht in vielen Punkten zu eigenmächtig agiert hat, aber er hat sich an diese Regelung gehalten und offensichtlich kein Problem damit gehabt. Also die Frage, die Herr Decker gestellt hat, an welchen Punkten real diese Problematik aufgetaucht ist, die müsste schon beantwortet werden und nicht sozusagen ein vages Gefühl von Also das wäre nochmal aus unserer Sicht wirklich notwendig, dazu was zu sagen. Und ansonsten bleiben wir bei der Ablehnung dieses Anliegens. Was den Änderungsantrag der SPD betrifft, würden wir uns wünschen, dass abschnittweise abgestimmt wird und würden dann hilfsweise, weil wir natürlich davon ausgehen, dass die starke Mehrheit hier dem Antrag des Kämmerers bzw. des Magistrats folgt, dem Paragraph 2 zustimmen.